Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Karrieremodus mit dem SV Meppen. Wir sind am Start mit der dritten Episode. Es gab eine etwas längere Pause, einfach aufgrund dessen, dass ich auf der Xbox länger nicht spielen konnte und dann das Wochenende auch zu Hause in Deutschland war. Aber jetzt geht's heute weiter. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch über freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PS, eine Microsoft-Guthaben mit dem Code Max Gaming TV. Der SV hat in Realität am Wochenende 2:0 gegen Karlsruhe gewonnen und wir wollen heute natürlich auch gut weitermachen, unter anderem im Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. Aber zunächst einmal gucken wir uns erstmal noch die Transferentscheidung an, die ihr getroffen habt. Denn ich habe euch gefragt, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wen würdet ihr gerne bei uns sehen? Fabian Reese, den wir dann leihen würden, oder Nicolas Kühn, den wir per Kaufoption frei holen würden? Und im Endeffekt 48:51%, also irgendwas 48,51, habt ihr euch für den ehemaligen 96er Nicolas Kühn entschieden. Und ja, wir gehen auf die 1,5 Millionen ein, dementsprechend können wir direkt mit dem Spieler verhandeln. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir den bekommen in die dritte Liga. Ist ein junges Talent an sich, dürfte er sich darüber freuen, dass er bei uns Spielpraxis bekommt. Aber man weiß es natürlich nie. Ich habe übrigens jetzt länger diesen Controller nicht in der Hand gehabt und gar nichts, aber wir werden sehen. Er sieht auf jeden Fall nicht aus wie 17, er sieht eher aus wie 45, aber naja, Berater, ja, Rolle im Kader wichtig, nehmen wir auf jeden Fall so an. Er wird definitiv der, ich sage mal, nicht nur Ersatzstürmer, sondern der ergänzende Part zu unserem momentanen Stammstürmer. Giert heißt er, glaube ich. Ich habe den Namen, das ist momentan ein bisschen schwierig. Er hätte ganz gerne Vertragsdauer von 2 Jahren. Das möchte ich nicht. Ich möchte mindestens 4 Jahre haben, weil das geht halt einfach nicht, dass wir so ein Talent nur so kurz haben. Er nickt aber auch schon, von daher mal sehen, was er dazu sagt. Er wünscht sich 2 Jahre. Wir versuchen es nochmal mit 3 Jahren. Das wäre natürlich jetzt bitter, wenn das hier nicht funktionieren würde. Aber da machen wir halt im Notfall machen wir 2 Jahre. Okay, 3 Jahre. Immerhin, das ist nicht optimal, aber immerhin. Die Freigabesumme, die übergehen wir gekonnt. Sind uns angemessen? Okay. Einstiegsbonus 110.000 und 125.000, wenn er 10 Tore für den Club macht. Gut, wir machen mal ein Gegenangebot. Gehalt. Wir können uns gar nicht so viel Gehalt leisten. Wir haben nur 5.500 übrig. Das heißt, wenn ich jetzt auf 8.000 gehe, oder 8.100, was die haben wollten, haben wir noch 6 Euro insgesamt übrig. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, was hier los ist. Hä? Ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, 7.000. Mal sehen, was er dazu sagt. Einstiegsbonus machen wir dann 120.000. Und der Bonus ist okay. Mal sehen, ob er damit einverstanden ist. Er will 8.000, wir nehmen das einfach an. Anscheinend kann ich es mir ja leisten. Und wir haben unseren Wunschstürmer. Ich weiß noch nicht, ob ich hundertprozentig begeistert davon bin, weil das mit den Finanzen jetzt ein bisschen schwierig war irgendwie. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 134.000 Transferbudget und sonst nichts mehr. Das ist heftig. Aber dafür haben wir einen neuen Stürmer. Und das ist Kühn. 61er Rating, Hüseni. Geht dann runter von der Bank. Kleinsorge bleibt drauf. Wir brauchen einen Flügelspieler. Wobei wir haben auch noch Granatowski. Entschuldigung. Er hat übrigens am Wochenende auch getroffen, meine Granate. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Torwart. Die Geschichte mit dem Scout hat sich halt durch diese Verpflichtung erstmal erledigt. Was mir gerade auffällt, was eigentlich gar nicht so geil ist. Max Besuschkow möchte nicht zu uns kommen per Laie. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ich warte mal ab, was der im Endeffekt überhaupt für ein Rating und so hat. Ich kann es jetzt aber auch nicht normal versuchen, weil ich habe kein Geld mehr. Vielleicht ist ja noch irgendwas möglich. Mal sehen. Enis Bütiki habe ich mir übrigens nochmal angeguckt. Der scheint vom Potenzial ganz gut zu sein. Aber wir haben jetzt ja unseren Stürmer. Und ich denke mal, Kühn wird seinen Job auch ganz gut machen. Habe ich jetzt mehr Geld, weil die Leihe abgelehnt wurde? Ja, tatsächlich. Oder? Nee. Kilo Leugas fällt 2 Wochen aus. Der hat sich im Training verletzt. Das ist natürlich alles andere als schön.
gefällt mir jetzt gar nicht, weil das unser bester Spieler ist vom Rating her. Hätte sich auch durchaus mal ein anderer verletzen können. Aber gut, dafür kommt halt Herkes dann in die Startelf und auf die Bank stellen wir dafür Posipal oder Robben. Was hat Posipal nochmal? Wie alt ist der? Wir nehmen Robben, weil Robben ist ein legendärer Name. Wir haben heute zwei Spiele gegen Rostock und gegen Magdeburg, also oder Magdeburg, oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Sorry dafür, wenn ich das falsch mache. Auf jeden Fall zweimal im Osten der Republik, während wir komplett der Westen sind, also sehr, sehr weit entfernt. Mal sehen. Und Herkes Angebot müssen wir natürlich jetzt ablehnen, auch wenn das sowieso viel zu wenig ist. Aber den brauchen wir halt jetzt wegen der Verletzung. Posipal haben wir sowieso verkauft. Okay, Accrington hat uns Geld überwiesen. War natürlich wieder wenig Geld, aber muss ich jetzt mit leben. Unser Kader dünnt aus. Ich habe noch keinen Scout. Das gefällt mir gar nicht. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nochmal zurück zu dem Scout. So, mal sehen, ob wir uns da theoretisch irgendwen leisten könnten. Also ein 1-Sterne-Scout, dafür würde es reichen. Für einen 2-Sterne-Scout wird es schon nicht mehr reichen. Also mal schauen, was wir da so machen werden in Zukunft. Wir müssen halt erstmal jetzt gegen Magdeburg gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. War auch noch. Oh, da wäre fast die erste dicke Chance gewesen, aber Herkes hatte keinen Bock, da irgendwie richtig zum Ball zu gehen. Es ist übrigens sehr ungewohnt für mich, gerade mit diesem Controller zu spielen, weil ich halt so viel PS4 gespielt habe in letzter Zeit. Oh, ist das schlecht. Das ist so schlecht verteidigt, da fehlen mir die Worte. Es war eine unglaublich schlechte und ereignisarme erste Halbzeit, deswegen habe ich jetzt umgestellt. 4-1-2-1-2 und wir spielen mit Kühn das erste Mal im Sturm. Der wurde jetzt gerade eingewechselt für Herkes. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen effektiver nach vorne spielen können, weil es geht halt einfach nichts. Magdeburg spielt auch nicht unbedingt zwingend nach vorne, und wo ich das sage, haben sie jetzt die nächste Gelegenheit. Aber wir bringen halt gar nichts. Jetzt mal Keanu Staude, aber warum flankt er den Ball flach? Weiß ich nicht, was in der Situation irgendwie ihn dazu veranlasst hat, den Ball flach zu flanken. Kühn kann den Ball von Giert nicht verarbeiten. Also wir sind extrem verunsichert, das merkt man einfach. Jetzt wieder Staude mit Platz auf der Außenbahn, aber niemand im Zentrum. Jetzt ist Kühn im Zentrum. Kühn! Erste Aktion, erstes Tor für den SV Meppen. Ausgleichstreffer. Das kannst du mit 17 bei deinem Debüt für deinen neuen Verein natürlich mal machen, aber auch schöne Flanke von Staude, kann man nichts gegen sagen. Stark in die Mitte gebracht mit dem linken Fuß. Ich weiß nicht, ob er Linksfuß ist. Vielleicht war deswegen die Flanke flach. Und dann perfekt eingesprungen. Keine Chance, es zu verteidigen. Und wir sind wieder da. So muss das sein. Wieder wird Kühn auf die Reise geschickt. Das sah sehr gut aus bei der Ballannahme. Ja, jetzt kriegt er die Flanke nicht rein. Aber vielleicht im zweiten Versuch. Die Flanke kommt. Wagner ist da. Kommt nicht an den Ball. Und Giert wird blockiert, sodass ich da nicht hinkomme. Aber jetzt sind wir am Drücker. Wieder Kühn. Klasse gemacht! Das ist fast das 2-1. Eieiei. Puh, die Grätsche von Hübers. Ich dachte, es gibt im Nachhinein vielleicht noch 11 Meter, aber Gott sei Dank hält Domaschke diesen Schuss. Kommt jetzt raus, die Ecke wird gefährlich. Djokic mit letzter Kraft nochmal nach vorne. Kühn ist wieder in der Mitte, beziehungsweise geht zurück, sodass theoretisch Gierter ja ran hätte kommen können. Die Flanke war aber sowieso schlecht. Frage ich mich, warum Kühner nicht in der Mitte bleibt. Das wäre besser gewesen. Schönes Tackling. Ganz, ganz wichtig von Hübers. Und vielleicht nochmal die letzte Konterchance in dieser Partie, in der Nachspielzeit mit Balmat. Schlecht gelaufen von Kühn, beziehungsweise nicht gut gemacht von mir. Und es bleibt beim 1-1. Kühn beschwert sich da über Balmat, über mich im Endeffekt. Und das ist auch zu Recht so. Hätte ich den Pass besser spielen müssen oder überhaupt spielen müssen. Gegen Magdeburg kannst du unentschieden spielen, das ist kein Problem. Aber wir brauchen Punkte und unentschieden bringen keine Punkte. Besuschkow hat ein 62er Rating, hätte uns wahrscheinlich nicht hundertprozentig direkt weitergeholfen. Schindler hingegen schon, aber der hat einfach viel zu hohen Wert, als dass wir den verpflichten könnten. Dementsprechend, ja, lassen wir das Ganze sein, gehen Richtung nächstes Spiel und Hansa wird definitiv nicht einfacher. Ich muss mich übrigens mal beschweren über dieses dämliche Radar da unten, ne? Ich habe weiße Trikots, die haben dunkelblaue und trotzdem bin ich der schwarze Punkt. Also irgendwas versteht ihr eh noch nicht, oder? Das ist so bescheuert. Gerade auswärts ist ein Spiel in Rostock natürlich nicht einfach, aber wir machen das in der Anfangsphase gut. Hier haben noch keine Torchance zugelassen, uns zugegeben auch noch keine große. Er spielt selber vielleicht ja jetzt nach der Flanke vom Djokic. Wagner an der 16er Kante. Ich weiß nicht, ist der, sollte vielleicht mal auf die Füße mehr achten. Ich weiß nicht, ob Djokic eventuell einfach Rechtsfuß ist und deswegen seine Flanken mit links so überhaupt nicht ankommen. Jetzt vielleicht mal wieder die Chance. Der Ball auf Wagner, unseren Spielmacher, weiter auf Keanu Staude, die Latte rettet. Wagner, das Ding ist drin, 1-0.
Jawohl, ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass einfach offensiv überhaupt nichts funktioniert. Und dann zimmert der da mit seinem linken Fuß nach schöner Vorarbeit von Kühn, der einen richtig guten Einschlag bei uns hat. Das Ding in den linken Knick, sehr geiles Tor. Ich muss auch dazu sagen, Rostock hat echt keine schwache Truppe, ne? Also Spieler wie beispielsweise Alibas, wie Blaswig, wie Rankovic, das sind Namen, die man definitiv kennt. Aber nichtsdestotrotz, Bischof auch. Aber sie machen bisher Gott sei Dank noch nicht viel Gefährliches nach vorne. Ich hoffe nicht, dass sich das jetzt ändert. Jetzt sind wir ausnahmsweise mal in Führung. Am besten gehen wir auf Konter und nutzen irgendwie diese Führung. Oh nein, 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 nein. Huiuiuiuiui, ganz, ganz enge Situation. Die erste richtige Chance für Hansa und dann gleich ein Pfostenschuss. Wir wechseln aus Granatkowski. Ich habe ja gesagt, ich ziehe das durch. Granatkowski kommt rein für Yao, der kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber bei dem es teilweise ein bisschen gefehlt hat. Einige Staude auch platt, da müssen wir eigentlich auch mal was machen. Aber vielleicht ist der noch gut für einen Lauf auf der linken Seite da. Nein. Kühn mit der Balleroberung in der gegnerischen Hälfte runter zu Giert. Das ist natürlich jetzt keine klassische Konterchance, aber vielleicht können wir das ja trotzdem irgendwie nutzen. Jetzt der Ball runter auf Kleinsorge, gerade eingewechselt für Staude 2-0, die Entscheidung, 78. 79. Minute. Unser Joker sticht, sehr, sehr schön und die zweite Vorarbeit von Kühne. Zwei Spieler, ein Tor, zwei Vorlagen. Der macht eine richtig, richtig gute erste, einen richtig guten ersten Eindruck, sagen wir mal so. Ganz, ganz stark die Übersicht hier und dann ist er frei der Kleinsorge und zimmert das Ding rein. Die Netzanimation ist immer noch kacke, aber sehr, sehr geil. Und nochmal eine Konterchance. Und Kühn rüber zu Giert. Und Giert macht das 3-0. Macht die endgültige Entscheidung. Wieder die Vorlage von Kühn. Unglaublich, was der in seinen ersten beiden Spielen hier reißt. Und Giert mit seiner Bude. Geil. Und jetzt bricht Rostock auseinander. Kühn macht auch noch das vierte. Kühn macht sein Tor. Eieieiei. So kannst du mit Meppen natürlich auch in solchen Situationen mal ausnutzen, dass der Gegner aufmachen muss. Blaswig ist die ärmste Sau auf dem Platz, konnte nichts machen bei den Gegentreffern. Und wir holen uns das erste Mal 3 Punkte. Geil. Und es ist Schluss. Wir gewinnen mit 4-0. Das ist eine sehr, sehr starke Leistung gewesen. Gefällt mir außerordentlich. So kann es auf jeden Fall in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen weitergehen. Und für Hansa natürlich ganz, ganz bitter ausgerechnet gegen Meppen. Das ist nicht der größte Feind, 4-0 verlieren. Wir haben Angebot bekommen für Max Kremer und das könnte man tatsächlich mal in Erwägung ziehen. Es ist allerdings zu niedrig von Joel Town. Nichtsdestotrotz kann man da ja mal verhandeln, das delegiere ich mal. Mein Anfangsangebot ist 130.000 und die mindeste Verkaufssumme sind 100... Was ist der Marktwert? Stopp. Okay, mein Anfangsangebot sind 145.000 und das Mindeste... Wofür ich ihn abgeben würde, ist halt eben Marktwert. Mal sagen wir 127,5. Mal sehen, ob da was bei rumkommt. Senninger steigt auf 61, während wir mit Staude und Kühn zwei neue im Training haben. 130.000, das ist in Ordnung. Das heißt, wir verkaufen den Kollegen Kremer an Joel Town. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass man das delegieren kann, weil damit spart man sich halt hier Zeit. Und jetzt bekommen wir ein heftiges Angebot und zwar für Thilo Leugas. Das ist ein Spieler bei uns, der natürlich mehr wert ist, aber das müssen wir einfach ablehnen, weil er ist der Beste bei uns im Kader und wir können uns nicht erlauben, den zu verkaufen. Max Kremer können wir aber verkaufen und für Jens Robben haben wir noch ein Angebot, aber wir haben halt einfach einen zu dünnen Kader, deswegen ignoriere ich die gleich komplett. Wir haben durch den Verkauf wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld dazu bekommen, 240.000 haben wir jetzt. Das heißt, theoretisch ist es drin, dass wir uns einen 2-Sterne-Scout holen, aber ich glaube, ich warte damit auf jeden Fall nochmal. Es ist wahrscheinlich nicht mal drin, 2-Sterne-Scout zu holen. Auf jeden Fall warte ich trotzdem, weil ich halt eben möchte, dass wir, wenn dann, einen guten Scout haben, weil so bringt es ja auch nichts. Wir sehen, gegen wen wir das im Pokal spielen, und zwar gegen Sonnenhof Groß Aspach. Damit haben wir natürlich ein gutes Los gezogen, wenn ich höre, was andere Leute, die ich kenne, im Karrieremodus für schwierige Gegner haben. Vidovic, auch das Angebot werden wir ablehnen. Wenn es von wegen Wiesbaden ist, erst recht, weil das ein Liga-Konkurrent ist. Übers. Der kann die Grätschen einfach, auch wenn sie natürlich riskant sind. Sie sind erfolgreich. Wir spielen übrigens das letzte Spiel dieser Episode gegen Zwickau. Und wir wollen natürlich jetzt, nachdem wir gerade auswärts gewonnen haben, auch einen Heimdreier einfahren. Das war so stark von Yao und dann Kühn. Und ich dachte, er packt den ganz entspannt unten in die rechte Ecke. Aber er verzieht, weil er sie nicht richtig zum Ball stellen kann. Ah, bitter. Das wäre natürlich ein super Start gewesen. Boah, ich dachte, er wäre drin. Ich dachte wirklich, er wäre drin. Oh Gott, Tomaschke, den darfst du niemals durch die Beine bekommen.
Zu Hause läuft's nicht. Oh, da ist der Ausgleich. Kühn wieder mit der Vorlage. Und Giert macht das Ding rein. Eigentlich hätte ich da schon mit Kühn alleine schießen müssen nach der guten Vorlage, nachdem er hier schön vorbeigeht an der Grätsche, aber der Winkel war ein bisschen zu spitz. Dann lege ich ihn ab und im Endeffekt ist es ein Eigentor. Gilt aber als Tor von Giert, das heißt auch die Vorlage von Kühn und zwar die vierte. Es gibt Elfmeter. Warum, weiß ich nicht, aber wir kriegen ihn. Jetzt würde ich gerne die Wiederholung sehen, weil ich gerne wissen möchte, warum. Weil das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das ist nie im Leben Elfmeter. Wagner ist der ausgewählte Schütze. Wagner hat mit 63 auch den besten Elfmeter. Und dementsprechend, ich habe den Fall immer noch aktiviert, machen wir den jetzt hoffentlich rein zum 2:1. Jawohl, wir gehen in Führung. Das erste Mal zu Hause. Geil. Boah. Okay, Domaschke macht seinen Fehler beim 1:0. Das Tunneln lassen wieder gut. Okay, das war nicht wirklich sein Fehler, ist die Game Engine. Aber trotzdem, krasse Parade. Mike, heißt der Mike Könnecke? Ich weiß es gar nicht. Okay, Könnecke kennt man eventuell noch aus FIFA früher. Mal bei Aue unter anderem gespielt. Mit der Ecke und jetzt die Kontergelegenheit. Bisher ist übrigens unser Megatalent Kühn der deutlich bessere Transfer als Staude. Von Staude sieht man bisher noch nicht wirklich viel, aber vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Saison. Giert! 3:1, jetzt läuft's. Jetzt läuft's richtig. Schöner Abschluss von vorm 16er, einfach mal draufgezimmert. Innenpfosten rein. Jetzt haben wir einen Lauf. Wagner mit der Vorlage, besser geht's nicht. Ganz, ganz schlecht verteidigt. Miserable Stellungsspiel von Vidosic in der Situation. Das geht gar nicht. Ey, Rot für Vidovic. Ja, ich bin da ein bisschen hinten reingeschrubbt. Ich wollte halt den Ball spielen, aber treffe ihn halt nur mit dem Knie. Oh, das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Wir kassieren auch nur Traumtore und Eisele macht tatsächlich den Ausgleich. Da sind wir halt offen, weil ich vergessen habe, einen Innenverteidiger einzuwechseln. Aber er sitzt natürlich auch genau im Winkel, ne? Wie immer. Kühn, Kühn, Kühn und den hält er. Den hält er. Mein Ball geht nicht einfach in den Winkel. Giert mit der Balleroberung, Flanke auf Kühn. Und ich will ihn querlegen, weil die Flanke zu kurz ist und das klappt nicht. Ach, ist das ärgerlich. Zwickau will den Sieg, ist aufgerückt. Vielleicht nochmal die Chance für Giert. Giert, Giert, Giert. Abgewehrt. Hätte er den nicht mal ins eigene Tor hauen können. Und es gibt nicht mal mehr den Eckball. Wir spielen 3:3 und es ist so unnötig und es ist so bitter und es ist so dumm und es ist einfach nur meine Schuld. Von den Stats her war es, das ist eine Spielsperre übrigens für Vidovic. Von den Stats her war es verdient. Es ist in Ordnung, dass wir unentschieden gespielt haben, weil Zwickau das bessere Team war. Aber es ist halt so bitter wegen den Umständen. Naja, egal. Das war's von dieser Episode, dieser Karrieremodus-Episode mit dem SV Meppen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. Ich bin gespannt, wie es nächste Runde weitergehen wird oder nächste Episode gegen den SV, TSV, wie auch immer sie heißen. Groß SG, Sonnenhof, Groß Asbach, dann gegen Paderborn. Das ist so ein bisschen Derby, finde ich. Und dann gegen Aalen und vielleicht noch Karlsruhe Jena, je nachdem, weil wir aus der Transferphase raus sind. Ich bin gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, beziehungsweise hier ist eine Abstimmung. Schaffen wir die nächste Runde im Pokal oder denkt ihr eher nicht? Bin gespannt, was ihr dazu sagen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.